So, noch keine Sorge, ich will nicht noch lange was sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nur damit Sie eine Idee davon haben, was wir in den nächsten zwei Tagen tun oder anderthalb Tagen tun wollen. Vielleicht mache ich es mal so, stelle die Frage, wem gehört eigentlich die Documenta? Gehört die Documenta Kassel? Gehört die Documenta der Bundesrepublik? Gehört die Documenta Europa? Gehört die Documenta der globalen Kunstwelt? Oder gehört die Documenta einer Welt, die dabei ist, im Augenblick den Begriff ihrer selbst verloren zu haben? Ich finde, das sind die Fragen, die wichtig sind als Hintergrund, dass man sehen kann, wenn, wie Sven Schöller es gesagt hat, ein Neuanfang wirklich nötig ist, ich glaube das auch, dass wir wissen, in welchem Horizont dieser Neuanfang passieren soll. Das wollen wir ein bisschen versuchen herauszufinden in gut einem Tag oder in anderthalb Tagen. Und wir fangen heute Abend an mit der Frage der deutschen Deutungskämpfe, die um die Documenta selber passieren. Und dazu haben wir zwei Leute, die, das wurde schon angeklungen, die eigentlich beide Teil der Documenta 15 gewesen sind, wenn man die Documenta 15 als einen Ereigniszusammenhang versteht, zu dem nicht nur die Ausstellung gehört. Nicole Deidelhoff hat, das haben wir jetzt schon gehört, war die Sprecherin und Vorsitzende der fachwissenschaftlichen Begleitung der Documenta. Meron Mendel hatte sich angeboten, dabei zu sein, wurde aber dann nicht richtig angenommen in seiner Hilfe, ist dann wieder weggegangen. Beide gehören zum Kapitel der Documenta 15. Ich will die beide jetzt gar nicht so lange vorstellen, weil wir jetzt ein bisschen Zeit vielleicht gut machen wollen. Seht ihr mir das nach? Ja? Gut. Okay. Meron, vielleicht fangen wir mal so an. Sag uns doch mal kurz, wie siehst du eigentlich die Situation heute im Blick auf deine Freunde, deine linken Freunde oder von den Leuten, mit denen du im Augenblick zu tun hattest, wenn du mit denen über die Documenta gesprochen hast? Ja, erstmal guten Abend. Also die gute Nachricht, ich habe noch einige Freunde. Ja, aber die schlechte Nachricht ist, dass bis zum 7. Oktober habe ich noch die Welt nach dem klassischen Muster dann verstanden, dass es gibt die Konservative, die Rechte, die Linke und ja, natürlich innerhalb der Linke gibt es diejenigen, die eher sozusagen in der postkoloniale Diskurs sind, diejenigen, die eher andere Diskurse oder aus anderen Traditionen dann argumentieren, aber doch so, dass soll ich mir an dieser Stelle auch outen, also ich verstehe auch meine Weltsicht als Linke. Und ich dachte, vielleicht haben wir in der Analyse Unterschiede und wir konnten darüber debattieren, diskutieren. Ich habe mit zwei weiteren Herausgeberinnen 2019 ein Sammelband, wo wir genau entlang dieser Linien die verschiedenen Positionen skizziert haben. Wir haben das Frenemies genannt, also Friends und Enemies. Aber doch sozusagen, wir stehen ganz, ganz in der Basis stehen auf der gleiche moralische Werte, im Unterschied zu Björn Höckes dieser Welt. Und nach dem 7. Oktober wurde mir klar, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also wenn gerade diejenigen, mit denen ich zusammengegangen bin, in der Kritik an die Staat Israel, in die Kritik an die Besatzung, in der Siedlungspolitik, alles gingen wir zusammen, das war überhaupt kein Problem. Aber irgendwie hatte ich diese Sicherheit in dem Moment der Wahrheit, wenn etwas ganz Schlimmes passiert, dann sie werden auch die gleichen moralischen Werte, die wir sozusagen gemeinsam propagieren, auch auf die andere Seite, wobei ich das nicht so immer auf diese Seite und andere Seite, aber auch bei den Palästinensern sehen. Und dann passiert der 7. Oktober, dann werden 1400 Menschen, unschuldige Menschen, regelrecht abgeschlachtet, Kinder, die gefoltert wurden und ermordet. Ich muss das halt nicht alles wiederholen, aber
eigentlich, das war dieser Moment, wo diese, da musste dieser Reflex rauskommen, dieser linke Reflex, der immer irgendwie vor die Schwache zu sein, vor die Unschuldige, die Gewalt ausgesetzt werden, dabei zu sein. Und dann merke ich, nicht bei allen, aber Großteil, dass dieser Reflex überhaupt nicht existiert. Also das plötzlich, entweder waren sie ganz, ganz still, oder, ich weiß nicht übrigens, was schlimmer ist, oder plötzlich kamen diese Erklärungen, also jemand, der schon sehr lange mit ihm im Austausch war, schreibt ja auf Twitter oder X, ja, was erwartet ihr, wie soll ein antikolonialer Kampf aussehen? Also ich betrachte das ganz nüchtern, schrieb er. Also auf einmal war mir klar, nein, wir stehen nicht auf den gleichen Fleck, weil die vertreten eine fundamental andere Weltsicht. Also es gibt sozusagen man legt seine Loyalität bei einer Seite des Konflikts, weil es passt in eine große Schema. Also das Schema ist, ja, die Israel ist der Kolonisator, der verlängerte Arm der Westen des Kolonialismus in dem globalen Süden. Und in dieser Aufteilung hat Israel eine Rolle, nämlich der weiße Täter zu sein. Die Palästinenser haben die Rolle, die indigene Volk zu sein, die kolonisiert werden. Und egal was on the ground in der Realität passiert, das kann diese Grundschema darf nicht in Frage gestellt werden. Und auch die Bilder von 7. Oktober können daran nicht aufrütteln. Und in dem Moment wurde mir klar, also wir müssen eigentlich ab sofort von zwei grundsätzlich fundamental unterschiedliche Art von Linken sprechen. Also entweder hat man diese Vorstellung der Glaube an universale Werte oder verfällt man in diesen Partikularismus und sozusagen eine Art von Partikularismus, denn die Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit gleich zu Guten und Bösen auch aufteilt. Und ich denke, das ist wirklich ein Projekt, der sozusagen nicht nur, also was wir in den Dokumenten, auch in der zukünftigen Dokumente dann aussehen, wir gerade diese zwei Weltanschauungen werden uns auch begleiten. Wobei das Projekt ist viel, viel größer. Also da müssen wir diese Diskussion über auf philosophische, auf soziologische, auf historische Ebene auch führen. Ich will da noch mal drauf zurückkommen, ich will aber noch mal Nicole Deidelhoff fragen. Ganz eigentlich was Ähnliches fragen. Und zwar, für mich ist wichtig, vielleicht ist es doch, sollte man das so sagen, ich glaube, Jürgen Habermas ist der letzte lebende Vertreter des westlichen Marxismus, den wir haben. Also jedenfalls eines Marxismus, der nicht mehr an den Mythos der Produktion, des Proletariats und der Revolution glaubt, aber trotzdem versucht, ein linkes Projekt zu formulieren. Also Althusser gehört dazu, natürlich die frühe kritische Theorie gehört dazu, in gewisser Weise auch Gramsci. All diese Leute, und der hat nun mit ihm zusammen, haben sie eine Erklärung veröffentlicht. Haben Sie eine ähnliche Reaktion gehabt? Oder haben Sie einen Eindruck gehabt wie Meron? Ja, tatsächlich war es so. Und auch das, also ich war auch ähnlich überrascht, sollte man vielleicht jetzt auch mal sagen. Wir haben eine Erklärung abgegeben. Es war eine persönliche Erklärung von 4 Personen, in der wir Grundsätze der Solidarität mit Israel formuliert haben. Ich würde immer noch sagen, es ist ein kurzes Statement. Es ist schwierig, glaube ich, gegen irgendeinen Satz darin tatsächlich prinzipielle Einwände zu haben. Und nichtsdestoweniger ist innerhalb von kürzester Zeit eine Flut an Kritik, aber dann auch Hass über uns hereingebrochen, die wirklich ihresgleichen gesucht hat. Und eben nicht nur von irgendwem da draußen in den anonymen sozialen Netzen, da gab es sicherlich jede Menge von, dass wir den Holocaust an den Palästinensern ignorieren oder befördern würden, aber auch von vielen Kollegen, die wir lange kennen, vor allen Dingen aus dem Ausland, aber nicht nur, aber aus dem amerikanischen Kontext, Ivy League Standorten und so weiter und so fort. Das war schockierend. Also
die Documenta 15 hatte uns, glaube ich, einen guten Blick dafür gegeben, wie verbreitet, jetzt mal ganz vorsichtig formuliert, Israel-Feindlichkeit in der Kunst- und Kulturszene zum Teil ist. Aber zu sehen, dass das auch im Bereich der Wissenschaft sich derartig ausgebreitet hat, dass auch da postkoloniale Ansätze offensichtlich so stark geworden sind und eben ein bestimmtes linkes Projekt auch mittlerweile ja überformt haben, würde ich geradezu sagen, dass man hier überhaupt nicht mehr sich auch überhaupt mal austauschen konnte. Also es wurden ja auch keine Gründe mehr gefragt, keine Gründe mehr gegeben, sondern es war vollkommen klar, entweder man ist mit den Palästinensern oder man gehört zu denen, die Palästinenser vernichten wollen. Liegt es, können wir uns dann nicht mehr über Begriff und Prozesse von Befreiung miteinander verständigen? Also, weil eines der großen Themen eines linken Projektes ist ja nicht so sehr die Formen der Freiheit, sondern die Impulse der Befreiung, die Prozesse der Befreiung, wenn ich mal sehr einfach so sagen darf. Also es ist ja sozusagen der Versuch, eine liberale Idee der Freiheit zu überwinden hin um von einem Neudenken eines Begriffs der Befreiung. Christoph Menke macht so etwas beispielsweise. Ist das Problem, dass wir über diese Frage uns gar nicht mehr einigen können, was Befreiung eigentlich heißt? Ich glaube, das Problem ist, dass beide Lager werfen sich das auch wechselseitig vor, dass die jeweils andere Seite einfach schon festgesetzt hat, wer zur Befreiung fähig ist und auch wer sozusagen überhaupt nur emanzipatorischen Gehalt hat und wer nicht. Und auf der postkolonialen Seite können das nur die Palästinenserinnen und Palästinenser sein. Da kann Israel nur der Unterdrücker sein. Und dementsprechend kann Israel und was Israel auch immer tut, keinen emanzipatorischen Gehalt für sich reklamieren. Das können tatsächlich nur die Palästinenser in der Auflehnung gegen Israel sein. Und umgekehrt wirft die andere Seite natürlich sozusagen uns dann vor, dass wir schon immer festsetzen würden, dass Israel als jüdischer Staat sozusagen nur das Opfer sein kann und selbst keinen Fehler machen kann. Und dementsprechend sozusagen, wir würden nur dem israelisch-jüdischen Projekt sozusagen emanzipatorischen Gehalt zu belegen. Und aus dieser Frontstellung, aus dieser Setzung, dass die eine Seite der anderen immer schon vorgeben will, wer überhaupt zur Emanzipation fähig ist, da müsste man wieder hinauskommen. Und wie das gehen soll, ist mir momentan wirklich schleierhaft. Denn wenn ich mir anschaue, wie die Diskurskultur momentan ist, dann kommen wir noch nicht mal in das Reden über solche Begriffe, sondern wir kommen ja gar nicht weiter als, ich sag mal, einfach mal ein Beispiel, ich sage nicht von wem es kam, aber es war auch eine sehr bekannte Kollegin aus den USA, die dann sagte, das Normative Orders, das Forschungszentrum, an dem wir unser Statement veröffentlicht haben, würde auf einer genozidalen Logik basieren. Das war der erste Satz eines Statements. Da ist dann wenig Anschließen mehr. Miron, hast du, ich meine, wir könnten ja sagen, jetzt in kriegerischen Begriffen, wir befinden uns in einem Stellungskrieg in dieser Frage. Also, und zwar über den Kunstsektor, aber im Kunstsektor vor allem auch, aber über den Kunstsektor hinausgehenden intellektuellen Sektors der entsprechenden Fächer an den internationalen Universitäten. Siehst du diesen Stellungs- oder sagen wir es mal so, siehst du eine Möglichkeit über Befreiung? Also von wo aus sollen wir denn gemeinsam nicht uns einigen und auch nicht einen Dialog, sondern streiten? Hast du einen Punkt, über den es sich lohnt, miteinander zu streiten? Ja, ich finde gerade sozusagen dieser Begriff der Befreiung wurde von Anfang an aufgegriffen von denjenigen, die unglaubliche Faszination von der Hamas an den Tag gelegt haben. Also dass eine Befreiungsorganisation ähnlich gehen sie raus aus dem Gefängnis und befreien sie sich, also diejenigen auf die Motorräder und von der Luft oder auf der Boote, auf der Schlauchboote, die befreien sich aus dem Gefängnis, das große Gefängnis auf dieser Erdkugel und gehen und vergewaltigen Frauen und die Kinder, das spielt keine Rolle. Hauptsache ist diese Befreiung, also diese Faszination. Genauso übrigens, um ja jetzt so ohne sozusagen Ausgleich zu machen, aber doch sozusagen auch auf der anderen Seite zu sehen, wir sehen gerade auf die in der Teile der israelischen Bewegung, in der messianische, das sind sozusagen die Siedlerbewegung, die genau auf so eine Katastrophe plötzlich freuen. Jetzt können wir wieder zurück nach Gaza.
das wird jetzt der Traum, der große Israel, wird auch jetzt auf der Leichen der Babys von Schieferkrankenhaus in Gaza umgesetzt. Also wir sehen hier, dass wir haben wirklich diese fundamentalistische Begriff der Befreiung, der nicht anders bedeutet als die Vernichtung der anderen. Also und insofern gibt es doch eine Symmetrie. Mhm. Also wir haben eine Ideologie in der palästinensischen Bevölkerung, from the river to the sea. Und wir haben genau diese Ideologie in Teilen der israelischen Gesellschaft, from the river to the sea. Der Unterschied ist, darf nur eine Religion, ein Volk da sein. Und dann gibt es eine andere Befreiung. Angela Dorn hat von Efailuse zitiert. Ich finde, es ist genau aus diesen Kreisen und auch auf der palästinensischen Seite die Befreiung, die nicht anders bedeutet, dass zwei Bevölkerungsgruppen nebeneinander, es gibt diejenigen, die sagen, in einem Territorium, ich halte das in dieser Zeit für etwas illusorisch, aber mindestens nebeneinander frei sein können. Aber das ist, um an diese Art von der Befreiung anzukommen, da muss man erstmal das Existenz der anderen anerkennen. Und das ist der Unterschied, mhm, denke ich, doch zwischen, ja, du hast schon vorher sozusagen diese Lage, ich denke, das ist der Unterschied zwischen unserer Sicht, wo es überhaupt nicht in Frage stellt, dass das palästinensische Volk Existenz verdient hat und eine eigene Stadt verdient hat, und diese postkoloniale Strömung, der genau diese andere Befreiungsbegriff bedient, nämlich es gibt das Palästinenser, sie sollen eine eigene Stadt haben. Und es gibt dieses Problem mit den Siedlerkolonialisten, die da eingedrungen sind am 19. und 20. Jahrhundert. Und dann schauen wir mal, was mit denen passiert. Und am 7. Oktober war klar, womit sie völlig d'accord sind. Aber kann nicht eurer beider Positionen dann doch auf so einen trostlosen Liberalismus rauslaufen? Dass ihr sagt, ja, Anerkennung von unterschiedlichen Ansprüchen und wir wollen, macht man so ein bisschen Hegel-Republikanismus noch dabei, damit es nicht ganz so trostlos wird. Aber das hat ja keine, ist das dem Zustand der Welt angemessen, der doch, es ist ja schon allerlei aus den Fugen geraten, oder? Natürlich ist allerlei aus den Fugen geraten, aber momentan haben wir es ja damit zu tun, dass, wie Meron das schon dargestellt hat, wir einfach Befreiungsprojekte haben, die auf der Vernichtung, okay, des Anlasses der Unfreiheit beruhen. Mhm. Und dieser Anlass der Unfreiheit sind dann eben Menschen. Und das muss man sich einfach ganz klar machen. Ich glaube nicht, dass man daraus auch nur auf einer der beiden Seiten irgendwie einen emanzipatorischen Gehalt gewinnen kann. Das ist das Problem. Mhm. Wie kann man das verändern? Da kommt man dann auf so einen emphatischen Emanzipationsbegriff, der dann danach fragt, auf welche Grundlagen könnte denn eine gemeinsame Zukunft der Palästinenserinnen und Palästinenser und der Israelis hinauslaufen? Und ich sage jetzt mal die zynische Antwort und dann können wir mal gucken, ob wir noch eine konstruktivere finden. Die zynische Antwort ist natürlich, es wird auf Blut ausgetragen. Nicht? Mhm. Also Blut wird sozusagen das Einzige sein, was eine Grundlage schaffen kann für eine gemeinsame Zukunft. Das ist relativ zynisch, denn es fragt sich ja dann, wie viel Blut muss fließen, wer muss noch was hergeben, damit man überhaupt wieder über Zukunft nachdenken kann. Wie kann man das konstruktiver fassen? Was könnte es noch sein? Was könnte tatsächlich als normatives Projekt die beiden zusammenbringen? Und ich will das ganz offen sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil einfach sich hier die normativen Bestandteile so weit auseinanderentwickelt haben und so unvereinbar und unversöhnlich geworden sind, dass es mir sehr schwer fällt zu erkennen, was da noch an gemeinsamer normativer Kraft erwachsen könnte wieder. Also was ist das gemeinsame Fundament, auf das man gehen könnte, das dann auch trägt in die Zukunft? Ich muss gestehen, dass ich Teile dieses Bruchs auch in den Begründungen des Rücktritts der Findungskommission gefunden habe. Ich gemerkt habe, das ist ganz schwer, da irgendwie überhaupt nur zu einer Sprache darüber zu kommen, was wir nicht teilen.
Was wir nicht teilen. Nicht mal gar nicht, was wir teilen, sondern was wir nicht teilen. Seht ihr das? Siehst du das auch so, Mira? Bei der Gründung des Erfindungskommissions? Ja, bei der Begründung des Rücktritts der verbliebenen vier Mitglieder. Ja. Okay. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das nicht ins Detail gelesen, okay, wie Sie sich das argumentiert haben. Ich habe sozusagen eher bei den ersten zwei Rücktritte. Also, aber sagst du, was war die Begründung? Also ich finde ja, weil es ging ja genau um diese Frage, was ist eigentlich was ist ein legitimes Argument für Emanzipation? Und es war ja die Frage, der Raum legitimer Argumente für Emanzipation ist in Deutschland so sehr eingeschränkt, dass einem die Luft nimmt. Das war ja so in etwa das Argument. Also ich würde sagen, es sind zwei Argumente drin gewesen. Und ich würde die gerne nochmal auseinanderhalten, weil das eine fand ich sehr berechtigt und finde ich auch nach wie vor sehr berechtigt und das andere fand ich nicht berechtigt. Und darüber muss man dann gucken, kann man streiten. Das berechtigte Argument war, wie soll man denn in einer so aufgeheizten und polarisierten Debatte noch vernünftig zu einer Findung gelangen, wenn jedes Wort, das man sagt, jeder Grund, den man anführt, immer schon in Zweifel gezogen wird. Das fand ich berechtigt. Spätestens seit dem 7. Oktober muss man sagen, dass es kaum noch möglich ist, vernünftig miteinander zu reden. Ich meine, darüber reden wir jetzt seit 10 Minuten, dass es so schwierig geworden ist. Vollkommen vernünftig. Dann schwang da aber noch so was anderes mit. Und da würde ich sagen, ich würde es mal auf ganz kurz zusammenfassen als, ihr müsst ein bisschen Antisemitismus zulassen, damit die Kunst sozusagen vollkommen frei diskutieren kann. Da habe ich gesagt, da ist bei mir sozusagen die Grenze erreicht, wo ich sagen würde, nee, das kann es eigentlich nicht sein. Bei uns ist ja nicht der Antisemitismus eine Art politische Vorgabe, wo wir sagen, nee, das wollen wir aber nicht, reißt euch mal ein bisschen zusammen, sondern wir verstehen unsere Ablehnung von Antisemitismus als eine Grundbedingung, am freiheitlich-demokratischen Leben in diesem Land teilzunehmen und als Beachtung der Menschenwürde, die bei uns zentral ist. Und dann kann es nicht sein, dass ich sage, entschuldigt bitte, aber ich kann in Deutschland momentan nicht Mitglied einer Erfindungskommission sein, weil mir verboten wird, bestimmte Formen von Antisemitismus zu zeigen. Nur, wie schaffen wir es? Und ich meine, es ist natürlich eine Grenze, das wissen Sie alle. Es gibt Äußerungen, da kann man sagen, oh mein Gott, die Siedlungspolitik der letzten israelischen Regierung ist eine Katastrophe. Und er hat darauf abgezielt, eine Zwei-Staaten-Lösung nach und nach zu verhindern. Das kann man sagen. Und das ist, würde ich sagen, kein israelbezogener Antisemitismus. Aber ich kann sagen, das, was Israel im Gazastreifen macht, macht deutlich, dass sie schlimmer sind, als die Nationalsozialisten es je gewesen sind. Und deswegen haben die kein Existenzrecht. Und das ist ein israelbezogener Antisemitismus. Wo diese Grenze aber verläuft, ist ausgesprochen schwierig, abstrakt festzustellen, sondern jedes Mal wieder muss man in diese Debatten hineingehen und tastet sich eigentlich an einer Wunde entlang, die ja auch nicht richtig heilt, die immer noch ein bisschen nässt und man versucht, diese Wundränder zu finden und sie irgendwie immer wieder zusammenzubringen. Das ist unschön, aber das muss eben auch passieren. Also, aber nicht? Also da ist für mich sozusagen diese Grenze. Ich verstehe das Argument. Darf ich dich gleich noch mit einer Frage konfrontieren? Du hast jetzt sehr lange die Bildungsstätte, wirklich fantastisch aufgebaut. Du hast eigentlich immer, wenn ich dich richtig verstanden habe, gegen einen polizeilichen Begriff des Antisemitismus gearbeitet. Aber kommen wir da nicht jetzt wieder dahin zurück? Ja, und das ist genau, was falsch ist. Also bleiben wir mit dieser Linie. Also wir haben eigentlich einen fantastischen Fall von uns. Also ich weiß, es ist ganz katastrophal, was passiert, aber für uns Wissenschaftler ist fantastisch, dass diese zu beobachten, was in der letzten Woche passierte. Also wir haben erstmal die zwei Rücktritte von Hoskote, von Rajit Hoskote und von Bracha Ettinger. Ich würde sagen, die beiden haben mit Antisemitismus nichts zu tun. Ich werde diese These begründen. Fangen wir mit Rajit Hoskote an. Also wir drei waren schon in diversen Kontexten mal in Auswahlverfahren beteiligt, in Kommissionen, in Juries. Und wir wissen, alle, die in solche Foren jemals waren, wissen, wie das beginnt. Man sitzt an der ersten Sitzung am Tisch und dann wird von der Vorsitzende oder von der Veranstalter eine Frage gestellt. Gibt es relevante Informationen von eurer Biografie, von was ihr gemacht habt, die wir alle wissen sollen? Und nach Dokumenta 15 ist schwer zu sagen, dass
eine Petition, die von der BDS gestartet wurde formuliert wurde, keine Relevanz für die Findungskommission hat. Mhm. Und aus meiner Sicht, das ist eine Frage der Compliance. Indem jemand am Tisch saß und als die Frage gestellt wurde, dann hat er geschwiegen, dann ist es egal, ob die Position jetzt antisemitisch oder nicht antisemitisch, sondern nur die Tatsache, dass er eine extrem relevante Information von den anderen Findungskommissionsmitgliedern und von der Dokumentarleitung verschwiegen hat, ist ein Grund zum Rücktritt. Es gibt keine andere Wahl. Und es wäre genauso, wenn er dann irgendwie Verwandtschaft mit einem von der Kandidaten hat oder was auch. Also das sind einfach die Fragen, wir müssen korrekt und sauber arbeiten und das wurde dagegen wird gebrochen. Und das ist der Grund, dass Ranjit Oskote zurücktreten musste. Also das Wort Antisemitismus habe ich nicht in den Mund genommen. Zweites Beispiel, Bracha Ettinger. Also ich finde, hier ist nicht das Problem des Antisemitismus, sondern, und ich sage hier, es ist ein Thema, das heute schon angesprochen wird, das Thema der Empathie. Also sitzt eine Kollege, ein Kommissionmitglied, die kann nicht nach Kassel kommen, weil die Flüge gestrichen wurde. Sie sitzt im Bunker während der Ausweisverfahren, die Raketen fliegen. Und dann formuliert sie wiederholt der Wunsch, wir brauchen ein bisschen Zeit, können wir das ein bisschen entschleunigen. Also eigentlich eine Bitte, die in einer sensiblen Gesellschaft nicht abgelehnt werden darf. Aber was nicht passieren durfte, ist eingetreten. Ihr Wunsch wurde abgelehnt. Und deswegen blieb ihr aus ihrer Sicht, das weiß ich, weil sie mir das gesagt hat, ihr kein Ausweg, als aus der Kommission zurückzutreten. Das ist eine Versäumnis, die auch wiederum nicht mit Antisemitismus zu tun, sondern mit fehlender Sensibilität, fehlender Empathie. Insofern, es war richtig gesagt hier in der Vorträge am Anfang, Dokumente ist Spiegel der Gesellschaft. Wir haben in der Gesellschaft fehlende Empathie nach dem 7. Oktober gesehen. Wir haben auch im Umgang mit Bracha Ettinger diese fehlende Empathie auch gesehen. Von daher, was ich dann mit dieser ziemlich langen Ausführung hinaus will, dass oft werden Debatten immer auf dieser Linie, also ist es Antisemitismus, ist es nicht Antisemitismus. Leute, es gibt auch andere Werte in dieser Gesellschaft, die nicht nur der Kampf gegen Antisemitismus sind, die sind auch ziemlich wichtig. Absolut. Das nennt man Praktiken des Takts und der Rücksichtnahme. Ne? Nennt man das doch, ne? Und in der Tat, ich glaube, das ist von Leuten, die als Juden in Deutschland leben, sagen, wir haben eine Mauer der Kälte, wo jeder Takt und jede, einfach nur Takt und Rücksichtsnahme eigentlich keine große Rolle mehr spielt. Also da geht es gar nicht um die Frage, wer nun was sagt, sondern wie man sich auf etwas bezieht, was nun offenbar passiert ist. Ich frage mich, ich würde gleich noch die Frage zu den Wahrnehmungssperren, würde ich gleich noch mal zurückkommen. Darum geht es ja. Es gibt offenbar, da gibt es eine Wahrnehmungsbereitschaft, die unterstellt den anderen eine Wahrnehmungssperre und die sagen wiederum, ihr habt aber eine andere Wahrnehmungssperre. Und so. Also diese Frage, und es geht beides mal um Gewalt. Ne? Es geht beides mal um diese Frage, da wird Gewalt nicht wahrgenommen und da wird Gewalt nicht wahrgenommen. Aber ich möchte noch mal zu dem Begriff des Antisemitismus kurz zurück. Wie wollen wir denn damit jetzt umgehen? Also für Anthropologen beispielsweise, die sagen immer, du musst nach dem sozialen Leben der Vorstellungen fragen. Kannst nicht nur von den Vorstellungen ausgehen. Schon gar nicht kannst du einen Kriterienkatalog entwerfen, dass man dies nicht sagen darf und jenes nicht sagen darf, weil die Leute viel sagen, wenn der Tag lang ist,
Und was sie tun, ist nochmal etwas völlig anderes, also die Praktiken, die mit bestimmten Vorstellungen verbunden sind. Wie sehen Sie das? Haben wir eher ein Problem der Vorstellung oder eher ein Problem der Praktiken in Deutschland im Umgang mit Judenhass? Ich glaube tatsächlich, dass wir beides beobachten können, sowohl bei den Vorstellungen als auch bei den Praktiken. Und wir wissen ja auch, dass Vorstellungen eben auch irgendwann Einfluss auf Praktiken haben. Das sollte man auch nicht ganz übersehen. Von daher, also ich würde vollkommen zustimmen, dass es natürlich nicht darum gehen kann, dass man ein starres, trockenes Wortgerüst nehmen kann und sagen kann, das ist jetzt die endzeitgültige Definition von Antisemitismus und daran können wir eben ablesen, was ist stattbar und was ist nicht stattbar. Deswegen, Sie können das ja nicht sehen, aber meine Linie ist nicht gerade. Sondern diese Grenze ist eine, die sich tatsächlich immer bewegt und sie bewegt sich, weil eben auch um sie gerungen wird. Also Gesellschaften verständigen sich eben auch immer wieder darüber, was sie für statthaft halten, was sie nicht für statthaft halten, was sie einander meinen, zumuten können zu müssen und was nicht mehr zumutbar ist. Das ist aber etwas, was Gesellschaften mit sich immer wieder ausmachen müssen. Und genau darum geht es auch. Die Definition von Antisemitismus, mit denen wir arbeiten, sind nichts weiter als eigentlich, ja, wenn man so will, sehr, sehr grobe Handwerkskoffer. Dass man sieht, es gibt Elemente, die sind problematisch. Aber es ist nicht so, dass man die nehmen könnte und dann sagen könnte, so wunderbar, da habe ich Fall 1, das ist es und das ist es nicht. Sondern tatsächlich muss man sich immer an jedes herantasten und eben, wie gesagt, als wäre diese Linie eben eigentlich eine Wunde, wo man versucht, genau den Wundverlauf eigentlich auch zu nehmen. Denn darum geht es letzten Endes. Aber wenn wir uns anschauen, was in diesem Land auch in den letzten Jahren passiert ist, dann ist es ja nicht nur so, dass wir vielleicht einen Ausdruck von Antisemitismus in Vorstellungen sehen, wir sehen ihn natürlich auch in Praktiken. Also wir sehen eben auch, um es mal ganz handfest zu sagen, eine Zunahme an Kriminalität mit Blick auf Antisemitismus, auch im Bereich der Gewaltkriminalität. Da würde ich mal sagen, das ist jetzt dann nicht mehr Vorstellung, sondern das sind Praktiken. Müssen wir dann nicht doch auch bei dieser ganzen Frage darüber reden, was der Holocaust eigentlich für das Denken der Menschheit bedeutet? Weil es gibt viele Leute aus den, die sagen, sie seien aus dem globalen Süden, whatever that means, dass es, die sozusagen im Grunde sagen, ihr müsst den Holocaust provinzialisieren. Ne? Also nicht nur Europa muss provinzialisiert werden, die Aufklärung muss provinzialisiert werden, sondern der Holocaust muss provinzialisiert werden. Ist das ein legitimes Anliegen? Ich würde sagen, es ist erstmal ein Auftakt, der Versuch, einen Auftakt, eine Debatte darüber zu starten, ob der Holocaust tatsächlich einzigartig ist, ist er also singulär oder muss er nicht eigentlich eingereiht werden in eine Reihe von Menschheitsverbrechen, von Völkermorden, die passiert sind. Ich glaube, das ist ja auch was wir in der gegenwärtigen Debatte immer wieder haben. Also wenn Sie alle kennen das bestimmt. Free Palestine from German Guilt, das ist das Schlagwort dazu. Und die Idee dahinter ist, dass Deutsche so besessen seien von ihrer eigenen Schuld, die sie mit der Shoah auf sich geladen haben, dass sie sozusagen die Palästinenser über die Klinge springen lassen, nur um sich ihrer Schuld zu entledigen. Aus deutscher Sicht, wenn man dann mal sagt, dass die unverarbeitete Schuld, der Schuldkomplex, die Schuldobsession, was gibt es nicht alles, ist es, glaube ich, etwas, stellt sich das etwas anders dar. Für uns ist die Shoah, der Holocaust ja erstmal, würde ich sagen, eine so große Obszönität, dass sie nicht verarbeitbar ist. Und das kann mir auch keiner erzählen. Wir können diesen Holocaust nicht verarbeiten. Wir können den mit uns tragen, wir können ihn bearbeiten, betasten, genau wie diese Wunde da. Aber es ist nichts, was wir irgendwann ablegen werden, sondern es ist eine Ermahnung, und so würde ich das auch verstehen, und eine Ermahnung daran, wie dünn vielleicht auch der Lack dieser Zivilisation ist, über die wir immer so stolz sprechen, wie schnell es auch gehen kann, dass wieder dieser Lack aufplatzt und darunter eben die nackte Barbarei und Unmenschlichkeit lauert. Das haben wir doch gesehen mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus. Das haben wir gesehen im industriell organisierten Mord an europäischen Jüdinnen und Juden. Und das ist eine Erfahrung, die vielleicht gerade in ihrer Industrialität, in dieser, wie Hannah Arendt das schon schön gesagt hat, in dieser Banalität tatsächlich singulär ist. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, mitbringen, warum wir dann auch ein bestimmtes Verständnis gegenüber dem Staat Israel haben.
dass wir auch sagen, es gibt eine, wir gewinnen aus unserer Erfahrung damit eine Verantwortung dafür, einen sicheren Hafen für Jüdinnen und Juden zu schützen. Und eben, weil wir wissen, wie schnell es sein kann, dass es wieder aufbricht. Und mal ganz ehrlich gesprochen, wir sehen es. Seit dem 7. Oktober sehen wir, wie dünn diese Lackschicht von Zivilisation ist. Wir sehen, dass darunter die nackte Gewalt und Unmenschlichkeit lauert. Und eben nicht nur bei denen, die tatsächlich diese Morde, diese Massaker, das Abschlachten begonnen haben, sondern auch bei denen, die das gefeiert haben. Und die sitzen nicht nur irgendwo im Nahen Osten, die sind auch nicht nur mit Booten nach Europa gekommen, sondern sie sitzen überall. Ja, und wie ist das? Die Grenzen der Universalisierbarkeit der Holocaust-Erfahrung, siehst du die? Also ich will vielleicht noch vorher, also dahinter steckt eigentlich diese Frage der Singularität, die gerade angesprochen wurde. Und eine Merkwürdigkeit der Diskussion ist inzwischen, dass die eine Position gegen die Singularitätsthese einzunehmen, wird schon als Antisemitismus gesehen. Stimmt. Also das ist schon absurd. Also wir müssen... Also das kann man eine wissenschaftliche Diskussion dazu führen. Es gibt gute Gründe, mit diesem Begriff zu arbeiten. Es gibt die anderen, die sagen, nein, es ist nicht Singularität, sondern Präzedenzlosigkeit. Und muss man sehen, ob die sozusagen die Nazis mit ein Vorbild hatten und sagen, nein, sie haben was, wenn man so will, was neu erfunden. Und von daher ist es präzedenzlos. Aber das ist eine Diskussion, die erstmal auf der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Ebene geführt werden darf und geführt werden muss. Und auch geführt wird. Und geführt wird. Und dann irgendwie zu sagen, jemand hat sich gegen der, wenn jemand sagt, ja, der Holocaust ist genauso ein Genozid wie alle anderen Genozide. Und es gibt auch inzwischen, die sagen, ja, muss man so überhaupt sozusagen einen Abschied von diesem Genozidbegriff nehmen, sondern alles, was sozusagen Ungerechtigkeit ist, also das ist die neue These von Dirk Moses, also irgendwie so alles wird so irgendwie vermengt und sagen, alles, wenn Leute, unschuldige Leute leiden, ist es ganz, ganz schon schlimm und deswegen müssen wir genauso bei Vertreibung oder bei Genozid oder bei Holocaust genauso reagieren. Ich finde, es lohnt sich darüber zu streiten, aber diese Debatte darf nicht tabuisiert werden. Und der zweite Aspekt ist, ich ziehe eine ziemlich pragmatische Position zurück und ich sage, der Holocaust ist singulär für Deutschen und für Juden. Mhm. Also für uns, also der Dandiner hat das schon sehr früh als diese negative Symbiose beschrieben. Also dass Juden können sich inzwischen nicht sich selbst erzählen, was sie sind, ohne an die Deutschen zu denken, an die Nazis zu denken. Und es funktioniert auch genauso bei den Deutschen. Wenn wir das wollen oder nicht, wir sind in dieser negativen Symbiose verfangen. Und das kann man, also von mir, es wurde so in der Debatte in den letzten Jahren so ein bisschen mit Überheblichkeit, so Arroganz, diese Provinzialität der deutsche Diskurs. Mhm. Ich frage mich, wo gibt es keine provinzielle Diskussion? Ich war im Sommer 4 Wochen in Südafrika und die sind so provinziell, sie reden die ganze Zeit über Apartheid. Oder wenn ich in Kanada bin, sie sind auch extrem provinziell, weil denen sozusagen diese Geschichte mit den Natives Americans, First Nation of America, die sind so davon besessen und in jeder Tag der Schule beginnt mit so einer Erklärung zu diesem Völkermord an die Natives Americans. Also natürlich spezifische historische Momente, die doch geografisch lokalisiert sind, prägen eine bestimmte Bewusstsein, bestimmte kollektive Gedächtnis. Und ich meine, wir müssen uns dafür nicht entschuldigen. Wir müssen auch eine Resilienz haben, zu sagen, ja, es gibt auch anderen. Also von daher, ich finde, dieses Projekt, was in Documenta 15 angenommen wurde, wir wollen auch andere Perspektive zulassen, im Grunde genommen genau das Richtige. Aber die Frage ist natürlich, ich meine, wir müssen jetzt nicht alles wiederholen, was in deinem berichtet, aber irgendwie ist dann in diese wirklich sehr, sehr gutes Versuch irgendwie was verloren gegangen. Denn ich denke, es gehört auch
zu der Haltung der Gäste. Also wenn ich eine gewisse Sensibilität zu entwickeln, zu dieser Provinzialität der Gastgeber. Ich werde jetzt nicht nach Südafrika gehen und sagen, ja, Apartheid. Sondern ich werde das natürlich als einen zentralen Punkt auch als jemand, der nicht in der Apartheid-Regime aufgewachsen ist. Und genau das hat gefällt. Und das hat damit zu tun, und sozusagen das abzuschließen zu Anfang unseres Gesprächs, das hat damit zu tun mit dieser Verblendung, mit dieser Verbohrtheit, Großteil der postkolonialen Theorien und Großteil der Kunst- und Kulturbetrieb, die überhaupt nicht in der Lage sind, überhaupt anders zu sein als diese schwarz-weiß Aufteilung. Was haltet ihr denn von der Möglichkeit, dass man sagt, wenn man den Holocaust verstanden hat, das gilt, glaube ich, jedenfalls für meine Generation, dann ist das die Erfahrung der Enttäuschbarkeit der Aufklärungserwartung. Also ich habe verstanden, als junger Mensch, irgendwann habe ich das mal verstanden, man kann auf die Aufklärung nicht hoffen. Die war da in Deutschland. Wir waren eine der durchdrungensten Gesellschaften von Aufklärung ever, hat aber nicht genützt. Und wäre das vielleicht eine Basis, um in ein Gespräch zu kommen? Nein, wir sind ja gar nicht so. Wir wollen ja, gerade weil wir den Holocaust ernst nehmen, wissen wir über die Enttäuschbarkeit der Aufklärungserwartung, wissen, was Aufklärung auch noch für andere Seiten hat. Wir wissen das. Ist das eine Basis, um weiterzukommen? Ich glaube, ich bin skeptisch. Also ich würde ja sagen, das ist auch ähnlich wie zu sagen, es ist nur dieser dünne Film der Zivilisation, der schnell einreißen kann. Ja, und auch die Aufklärung kann uns eben erstens nicht garantieren, dass wir nicht in die Barbarei zurückfallen. Und sie hat vielleicht auch in bestimmten Aspekten tatsächlich sogar solche Tendenzen, genau einen solchen perversen Effekt zu erzeugen. Aber wir haben uns auch darüber aufgeklärt, nachhaltig. Und wir haben auch das in die Welt getragen. Und ich glaube nicht, dass es ausreichend ist. Also Provincializing Europe und Provincializing Enlightenment, all das hat ja eben auch bereits stattgefunden. Aber wenn wir nicht eben auch ein zumindest das Zugeständnis haben, dass Positionen, die dann eben auch tatsächlich Bevölkerung zugewiesen werden, veränderbar sind, dann wird uns das nicht helfen. Solange Jüdinnen und Juden nur weiß sein können, werden sie nicht von postkolonialen Ansätzen in irgendeiner Weise jemals als Opfer gesehen werden. Das ist das Problem. Und wenn wir das nicht aufweichen können, wenn wir nicht dieses Zugeständnis einer grundsätzlichen Veränderbarkeit von Positionen haben, dann kommen wir nicht weiter. Da, glaube ich, hilft es auch nicht zu sagen, wir wissen, dass die Aufklärung auch trügerisch war. Wir wissen, dass sie auch perverse Effekte erzeugt hat. Wir haben das ja erlebt. Also da sozusagen, glaube ich, fehlt immer noch etwas. Und das kann vielleicht auch gar nicht aus dem globalen Norden kommen, sondern es muss, was heißt eigentlich dieser globale Norden? Also sind auch so lächerliche Begriffe. Aber ich glaube, es muss von denjenigen kommen, die sich eben mit Beherrschungsstrukturen, die darin ja sozusagen in der Auflösung von Beherrschungsstrukturen, im Kampf gegen die Ungerechtigkeit, die darin ihr Schaffen, ihr Wirken sehen, auch ihre Weltsicht begründet sehen. Von da muss dieses Eingeständnis einer grundsätzlichen Wandelbarkeit kommen. Wenn das nicht kommt, dann werden wir auch nicht einen Schritt weiterkommen, sondern dann bleiben es unversöhnliche Positionen, die sich gegenüberstehen, sich stumm anschreien. Ich hatte dieses Gefühl, als ich zum ersten Mal das Buch von Achille Mbembe gelesen habe, über die, heißt es Schwarze Vernunft? Ja, glaube ich. Ja. Wie heißt es? Kritik der Schwarzen Vernunft. Vielen Dank. Macht einen Unterschied. Und dann, das macht wirklich einen Unterschied. weil sein Held ist Nelson Mandela. Mhm. Und ich dachte, ja, das ist, vielleicht müssen wir über solche Figuren auch noch mal ein bisschen reden. Was heißt es eigentlich, auszuhalten 30 Jahre lang die Verachtung, die Gewalt und die Idee des Lebens nicht zu verlieren? Weil was wir gesehen haben von der Hamas war ja
eine Feier des Todes und nicht des Lebens. Mhm. Und die Idee des Lebens zu erhalten, angesichts der Versuchung, die Befreiung über den Tod zu finden zu wollen, das ist eine ziemlich anspruchsvolle Angelegenheit. Auch existenziell anspruchsvolle Angelegenheit. Wäre das vielleicht ein Weg, dass wir über ein existenziell anspruchsvolles Leben miteinander reden müssen? Was heißt das eigentlich? Welche Einsätze verlangt das eigentlich von denjenigen? Und zwar wahrscheinlich in der Welt, ich glaube, wir sind in einer Welt einer erweiterten Reziprozität übergegangen und nicht einer erweiterten Disproportionalität. Wir brauchen es wird nur in einer Logik von Reziprozität gehen. Man kann auch den Klimawandel nicht beherrschen, wenn man sagt, ja, die einen sind die und die anderen dürfen jetzt. Es geht nur über eine Logik der Reziprozität. Sonst erreichen wir gar nichts. Wäre das irgendwas? Ich finde es zumindest einen interessanten Gedanken, wie man aus der Feier des Todes zur Feier des Lebens kommt und wie man im Ausweis eigentlich eines gehaltvollen natürlich dann auch und geglückten Lebensbegriffes dann versucht, nochmal wieder neue Gemeinsamkeiten zu finden. Und solche Projekte gab es ja natürlich auch immer. Mhm. Gab es ja auch sozusagen zwischen Israelis und Palästinenserinnen und Palästinenser, die genau das probiert haben, die eben gesagt haben, wir lassen jetzt mal all die Konfliktthemen beiseite und wir versuchen eher sozusagen diese gemeinsame Freude am Leben neu zu entdecken und eben auch Elemente eines geglückten Lebens zu identifizieren. Aber natürlich, und das ist ja das Perfide, mit dem wir es auch immer zu tun haben, das ist der mühsame, der langsame Weg, der inkrementell voranschreitet. Und die Logik der Vernichtung ist die schnell funktioniert, insbesondere wenn man eben auch die Kamerateams schon mitnimmt, um es in die ganze Welt zu transportieren. Wir kommen ein bisschen ans Ende unserer Zeit. Ich hätte gerne mit euch noch ein bisschen über Kapitalismus geredet und darüber, ob die Bundesrepublik so wie Israel eine Speerspitze des US-amerikanischen Imperialismus und Kapitalismus ist, was ja auch zum Teil ein Element in der Debatte ist. Können wir aber jetzt nicht mehr. Ist es so? Bin ich jetzt mit einer Stunde durch? So etwa? Ja, ne? Bin ich mit einer Stunde durch? Okay. Ich sollte mich immer an die Zeit genau halten. Ich will das auch tun. Wir machen jetzt hier erstmal Schluss und ich danke sehr meinen beiden Gesprächspartnern. So, und jetzt dürfen Sie auch noch was sagen. Ich passe auf, ob Sie das alles richtig tun. Ich weiß, genau. Und ich kontrolliere auch, ob Sie richtige Argumente haben. Ja, ich glaube, ja. Ja. Thomas Bockelmann. Nele Polacek hat ihren Artikel in der Süddeutschen neulich damit beendet, dass sie gesagt hat, sie kann keine hoffnungsvollen Geschichten erzählen. Was sicher auch sehr schwer ist im Moment. Ich möchte an zwei erinnern. Es gibt in Israel eine Organisation, da treffen sich palästinensische und israelische Eltern, die ihre Kinder verloren haben und reden zugewandt und offen und empathisch miteinander. Und die tun das immer noch. Dass die eine Geschichte, die andere ist noch etwas radikaler. Es gibt einen Dokumentarfilm. Eine palästinensische Familie in der Westbank verliert ihren 8-jährigen Sohn wegen einer fehlgeleiteten israelischen Bombe. Dem Kind wird noch versucht, das Leben zu retten im Krankenhaus und es stirbt aber. Und die Ärzte fragen die Eltern, ob es da eine Organspende geben darf. Und diese palästinensischen Eltern sagen, ja, das ist in Ordnung. Und dann wird die 11-jährige Tochter einer strengen orthodoxen jüdischen Familie aus Jerusalem, wird der das Leben gerettet mit der Niere von diesem 8-jährigen Jungen. Und in dem Dokumentarfilm gibt es die Begegnung der Eltern. Die orthodoxe Familie hätte vorher Palästinenser nicht angeguckt, die hätten die ignoriert.
Und dann kommt es in dieser Zusammenkunft zu einem Moment, wo die vor Dankbarkeit schmilzen wie Butter in der Sonne, weil sie das verstehen, was diese Eltern des palästinensischen toten Kindes da gemacht haben. Und irgendwie war es mir jetzt ein Bedürfnis, diese Geschichte zu erzählen. Das ist gar keine Frage. Aber wir müssen ja aus dieser, also Roberto Benigni hat mal gesagt, für den Fanatiker gibt es immer nur zwei Meinungen, seine und die falsche. Und aus diesem Teufelskreis müssen wir heraus. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, solche Geschichten zu erzählen. Meine Frage, die ich dann noch hätte, weil man soll ja eine Frage stellen, ist trotzdem, wenn es jetzt wahrscheinlich ja dann doch, irgendwann muss man ja wieder miteinander reden und dann muss es um eine Zwei-Staaten-Lösung gehen. Bei der Ein-Staaten-Lösung bin ich ähnlich skeptisch wie Herr Mendel, das glaube ich eben angedeutet hat. Aber wie geht man damit um, dass es in der Westbank mittlerweile, ich glaube, 600.000 Siedler gibt, ja, die dann ja auf etwas verzichten müssten? Das ist eine sehr schwere Frage, aber ich wollte sie trotzdem mal stellen. Ja. Ich muss dazu sagen, wir haben nicht über Politik gesprochen hier. Also würde ich auch gerne tun, haben wir aber nicht. Wir haben über die Frage gesprochen, wie die Kunstwelt, wie die intellektuelle Welt miteinander reden will, welche Basismöglichkeiten es gibt, auf die man rekurrieren könne. Also wenn wir jetzt dieses Kapitel Politik aufmachen, müssen wir nochmal ganz neu ansetzen, glaube ich, wie man was nun, aber wenn du was... Ich glaube, wir können da beide was zu sagen, ja. Friedens- und Konfliktforscherin und du, glaube ich, auch sehr gut. Okay, bitte. Also vielleicht nur ganz kurz, das ist natürlich eines der ganz großen Probleme, dass wir mittlerweile, wenn wir uns die Landkarte angucken, einfach so viele Siedlungen haben, dass es gar nicht mehr möglich ist, einen palästinensischen Staat abzuteilen. Aber wir haben natürlich schon mal, nämlich im Oslo-Friedensprozess hatten wir ja Schritte dahin. Es gab auch tatsächlich dann Vereinbarungen, dass Israel einen Teil dieser Siedlung wieder räumen würde. Das hat dann das sind harte Politiken, das hat mit Kompensationszahlungen zu tun, weil das natürlich letzten Endes auch auf Enteignung hinausläuft. Aber sowas hat Israel schon gemacht. Israel weiß auch, wie das geht. Nur muss natürlich, also der Punkt ist, je mehr Siedler man enteignen muss, je mehr Siedler ihre Heimat aufgeben müssen, ihren Wohnort, desto stärker ist natürlich auch das Problem, Akzeptanz für solche Politiken zu finden. Und das habe ich vorhin gemeint, als ich sagte, ganz zynisch geht es darum, wie viel Blut eigentlich noch fließen muss, bis diese Bereitschaft wieder da ist. Aber wir hatten sie schon mal und wir könnten darauf wieder hinkommen, um dann mal optimistisch zu schließen. Ja, wir haben immer gewitzelt bei uns in der, also in meiner Jugend, dass wir dafür, dass die Siedlungen abgeräumt werden, aber bitte nicht nach Israel. Wir haben keinen Bock auf diese Siedler, also unsere Nachbarn zu haben. aber jetzt also auch wieder, jetzt nicht so eine Politik, aber ich meine, wir müssen einfach noch vor Augen halten, also erstmal wurden die Siedlungen in Sinai-Halbinsel Ende der 70er Jahre abgeräumt, dann hatten wir 2006, wurden die Siedlungen in Gazastreifen komplett abgeräumt, natürlich nicht in diesem Ausmaß, wie was in Westjordanland gibt, aber die Präzedenzfälle sind da. Mhm. Es, 2006 gab es auch, und auch in der Sinai-Halbinsel gab es Widerstand der Siedler gegen diese Zwangsräumung, aber trotzdem hat die israelische Regierung das durchgesetzt. Also von daher ist es denkbar, kann man das irgendwie abmildern, indem beispielsweise Territoriumsaustausch stattfindet in einigen Stellen, aber also Lösungen gab es schon in der Vergangenheit zuhauf, muss man einfach ja, die Bereitschaft haben in der Bevölkerung und in der Politik. Aber ich will vielleicht auf was ganz anderes, weil Sie so wunderbare, zwei schöne Beispiele der Empathie uns erzählt haben. Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt, ohne das alles so in einer Art von Kitsch dann ihn zu ziehen. Aber wirklich diese Moment der Empathie, ich fand es sehr, sehr stark, der Moment, dass wir hier am Anfang der Veranstaltung die Stille hatten. Wenn ich das initiiert hätte, hätte ich dann an dem Moment, abgesehen von jeglichen politischen Überlegungen, ganz klar gesagt, der stille Moment ist für mich immer für alle unschuldige Opfer. Weil da müssen wir wirklich das trennen. Also da kann man diese
Empathie kann ich nicht selektiv dann anwenden. Wenn wir dann hier sagen, wir wollen trauern, die Trauer also gilt alle unschuldigen Menschen, alle Kinder, alle Frauen, alle Zivilisten, die umgebracht wurden und tragen dafür keine Schuld. Das bedeutet nicht, dass der eine oder der andere Recht hat. Ja, bitte. Sie müssen auch nichts sagen. Ich glaube, da melden sich schon einige, aber man sieht es so schlecht. Also, okay. Ja, ich kann die so schlecht sehen. Nee, jetzt ist gerade noch mal, die Präsidentin darf noch mal. Und dann können die Leute der Nächste jetzt schon sich anstellen. Schönen guten Abend, ich bin Ute Clement, die Präsidentin der Universität Kassel. Herr Mendel, wir hatten Kontakt und ich war Ihnen ausgesprochen dankbar für Ihre Guidance an einer für uns sehr wichtigen Stelle. Ich frage mich, Sie haben das ja jetzt auch gerade schon in unterschiedlicher Weise artikuliert, welche Chance kann eigentlich in einer solchen Debatte eine Position haben, die sehr radikal, ich würde jetzt gar nicht mal auf Frieden sagen, aber auf Sicherheit setzt, also die sich radikal dafür ausspricht, dass die Menschen im Nahen Osten im Moment im Grunde Sicherheit suchen und sich auf den Weg nach Frieden machen wollen. Ich habe in den letzten Wochen auf der Suche nach einer Position einen Philosophen wahrgenommen, Olaf Müller aus Berlin, der für einen pragmatischen Pazifismus sich ausspricht und der sagt, es kann Situationen geben, in denen wir auf Pazifismus mit Pazifismus nicht mehr weiterkommen. Aber wir müssen unsere Sichtweise so fokussieren, dass wir sagen, wir müssen bis zum letzten Moment nach friedlichen Möglichkeiten suchen und wir müssen in der Welt sehr, sehr aufmerksam sein, wenn es Gefahren zur Eskalation und zur weiteren kriegerischen Auseinandersetzung gibt. Ich gehe davon aus, Sie können das viel besser sagen als ich. Ich würde nur gerne nach solchen Positionen suchen und würde gerne dazu beitragen, dass eine solche Position stark zu machen. Und ich wäre da sehr dankbar um Hilfestellung und Unterstützung. Vielen Dank. Das ging an dich. Ja, also Pazifismus oder situativer Pazifismus, natürlich, also ich muss vielleicht noch was loswerden, dass diejenigen, die mir vorher geklatscht haben, werden bestimmt das nicht tun, aber ich trage es trotzdem. Also wir erleben seit dem 7. Oktober der Impuls, Ceasefire Now ist sehr, sehr stark. Und ich meine, das meine irgendwie mal die halbe pazifistische Herz meines Herzens geht genau damit. Weil natürlich diese Bilder, die wir auch aus Gaza in den letzten Wochen sehen, sind unerträglich. Aber was mir fehlt, ist abgesehen von diesem Affekt, ein Plan. Was bedeutet Ceasefire Now? Also was ist die Vorstellung, die dahinter da steckt? Also ist die Vorstellung, das bedeutet dann irgendwie diese Mauer, die davor war, muss irgendwie jetzt mal fünfmal höher und dreimal breiter und dahinter sollen die Palästinenser verraken unter der Hamas-Führung, weiter sozusagen abgeschottet von der Welt und dann der Wiederaufbau wird auch nicht in 20 Jahren stattfinden. Oder gibt es eine andere? Also ich meine, dafür sind sozusagen die Friedens- und Konfliktforschung da oder Politikwissenschaftler dann angefragt. Aber ich finde diese Debatte, wie die gerade geführt wird, absolut kindisch. Also es kommt überhaupt nicht, also dann stellen sie die eine Seite, die andere sagt, ja, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen und deswegen ist es alles, was da passiert, ist gerechtfertigt. Die andere Seite sagt, ja, Völkerrecht und alles, das muss gestoppt werden. Aber keine hat wirklich einen Plan, welche Zukunft haben die Menschen, sowohl in Israel als auch in Gaza. Ich wollte nur noch hinzufügen. Sind die anderen, die jetzt klatschen? Ja, genau. Ich wollte nur hinzufügen, wir führen ja gerade einen Krieg in Europa über solche Fragen. Also wir führen ihn nicht, aber es gibt gerade einen Krieg in Europa. Wir wollen nicht den Baerbock-Fehler machen. Okay, nein, natürlich. Also
Und da, seitdem führen wir natürlich auch die Debatte um den Pazifismus wieder viel stärker, weil gerade natürlich der russische Überfall auf die Ukraine hat ja auch gerade für das, was noch von Friedensbewegung da war, die Frage aufgeworfen, wie kann man in einer Situation, in der es eben einen Aggressor dieser Art gibt, eigentlich noch Pazifist sein? Die Angriffe der Hamas am 7. Oktober auf Israel werfen genau die gleiche Frage auf. Wie kann man im Angesichts dieser Grausamkeit tatsächlich noch für einen Pazifismus eintreten? Das ist sozusagen die grundlegende Problematik. Und dann muss man einfach sagen, es gibt einfach unterschiedliche Formen von Pazifismus. Und ich finde es wichtig, das zu unterscheiden. Es gibt den Pazifismus, der tatsächlich noch die letzte Wange hinhält. Und es gibt aber auch den Pazifismus, der eben sagt, wenn du einem Aggressor gegenüberstehst, dann hast du zum einen natürlich das Recht, um dein eigenes Leben zu kämpfen. Und du hast zum anderen, wenn du auch siehst, dass ein Dritter sozusagen einem Aggressor gegenübersteht, auch eine gewisse Verpflichtung, ihm zu helfen, dass er sein Leben erhalten kann. Also von daher glaube ich, ein pragmatischer Pazifismus wäre für mich einer, der diese Fragen auslotet. Da müssen wir aber wieder hinkommen. Ich habe am Reformationstag in der evangelischen Kirche in Hessen-Nassau der Reformationsfeier gesprochen und eben genau diese Frage gestellt, wie kommt man denn von einer christlichen Ethik, die im Grunde genommen gesagt hat, kann alles nicht sein, nur die Gewaltanwendung durch die Vereinten Nationen ist legitim, wenn sie eben abgesichert ist. Wie kommen wir denn dahin zu sagen, was machen wir mit Gewalt, die sich um die UN nicht schert? Und in der die UN keine Rolle mehr spielt. Und das haben wir jetzt in zwei Konflikten gesehen. Wir haben es im Russland-Krieg gegen die Ukraine gesehen und wir sehen es leider in gewisser Weise natürlich auch in Israel. Die Hamas schert sich eben nicht um die Vereinten Nationen. Manche würden sagen, Israel auch nicht genug, aber andere Frage. Ja, ich glaube auch, man muss doch auch deutlich sagen, also ich glaube jedenfalls, die Zeit der Weltinnenpolitik ist vorbei. Ja. Wir haben eine Rückkehr der Staatenwelt und wir haben sehr starke Auseinandersetzungen im Augenblick in der Staatenwelt. Mhm. Und es sieht überhaupt nicht danach aus, dass da in den nächsten 30 Jahren eine Lösung für geben wird, wenn Sie nur an den Hegemoniekonflikt zwischen den USA und China denken. Also ich glaube, dass das, alle diese Fragen, wenn man das jetzt politisch ernst nimmt, muss man von dieser Perspektive her sehen. Und ich glaube, dass wir uns in die Tasche lügen, wenn wir diese Situation nicht zur Kenntnis nehmen. Hallo. Darf ich auf Englisch reden? Angela Anderson is my name. I want to bring the discussion back to Documenta. I wanted to read a passage out of the resignation letter from the last four members of the Finding Committee, where they write, "In the current circumstances, we do not believe that there is a space in Germany for an open exchange of ideas and the development of complex and nuanced artistic approaches that Documenta artists and curators deserve. We do not believe that any acceptable conditions can be created in short term and consider it to be disrespectful of Documenta's legacy to simply remain content with the current situation." I know many here in Germany, also Americans and other foreigners, are actually quite scared of the censorship that is happening right now, and there is not really an open debate. But actually, my question for you now on the panel is, do you see similarities, structural similarities between racism and anti-Semitism in Germany? Thanks. Das ist die Frage, die auch noch für uns auf dem Tisch lag, wenn wir viel Zeit gehabt hätten. Aber vielleicht sollte man im Prinzip doch, also den Zusammenhang ist, also das ist eine große Debatte, ist Antisemitismus ein Unterfall von Rassismus oder haben wir es mit prinzipiell unterschiedlichen Phänomenen zu tun? Ich plädiere für den zweiten Fall. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, wie ihr das seht. Ich würde vielleicht aber erstmal zu dem Statement noch was sagen. Also oder die Feststellung zu sagen, es gibt eine Zensur. Also ich finde, es gibt, also ich hatte seit dem 7. Oktober mit einigen Leitungen von großen Kunst- und Kulturhäusern in Deutschland gesprochen und alle haben mir das Gleiche berichten. Also der Druck ist gerade von beiden Seiten. Ja. Also es gibt sozusagen eher sozusagen, wenn man sich von der Regierung irgendwie dass es nicht zu empathisch mit den Palästinensern da kommt und aber von der Community, von der auch internationale Community, dass es nicht zu empathisch zu Israel ist. Und interessanterweise
oft in den Gesprächen auch mit Künstlerinnen und Künstlern, das Wort Cancel Culture ist gefallen in Bezug auf, ich kann nicht was gegen die Hamas sagen, dann werde ich gecancelt. Das haben mir einige berichtet. Also wir haben hier extrem gewalttätige Diskurs, der geführt wird. Und alle ziehen in eine ziemlich vehemente Form zu deren Seite. Ich finde sozusagen, das ist richtig zu benennen, dass von der Politik ein Übermaß an Druck geübt wird, an Kulturhäuser, an Kulturschaffende. Aber das ohne der andere Druck dann mit zu bedenken, was sozusagen der internationale Community da ausübt, die auch zum Teil mindestens oder sogar noch gravierende Konsequenzen vor der einzelnen Künstlerin sein kann, ohne das mitzubedenken, das wäre falsch. Und interessanterweise, entweder sozusagen man redet über die andere oder man redet über die eine oder die andere, keiner redet über diese zweite. Und ich hätte mir gewünscht, dass auch diese andere Art von Druck in der Frage mal gestellt wird, aber es ist immer so, entweder nimmt man der eine Lager oder der andere Lager dann als Sprecher. Aber Nicole Dadeloff, wenn ich Sie das zuspitzend fragen darf, ist das nicht das eigentliche Problem, könnte nicht das eigentliche Problem der 16 sein, ob es dann eine Person oder eine Gruppe von Personen gibt, die bereit sind, diesen impliziten Konsens des Kunstsektors in Frage zu stellen? Also ich glaube, also aus meiner Sicht, ich muss da tatsächlich Meron zustimmen. Das eigentliche Problem ist, dass wir einen moralischen Rigorismus haben und keiner sich mehr die Zeit miteinander zu reden. Mhm. Also genau das, was du gesagt hast, dass die einen angegriffen werden dafür, dass sie was gegen die Hamas sagen wollen und die anderen dafür, dass sie was gegen den Staat Israel sagen wollen. Und dazwischen ist einfach nichts mehr. Mhm. Und man hat das Gefühl, dass man eben, und darum geht es uns doch die ganze Zeit, dass wir sagen, wir müssen darüber reden. Wir müssen doch Gemeinsamkeiten wieder entdecken. Wir müssen darüber sprechen, wo wir diese Grenze ziehen wollen. Das ist eine Frage von Aushandlung. Nun will es keiner machen gerade, weil jeder da behauptet, ich weiß doch schon, wie es geht. Und die Lösung, die ich habe, ist die einzige, die angemessen ist. Aus ethischer Sicht, aus politischer Sicht. Ich weiß nicht, aus welcher Sicht noch, ehrlich gesagt. Aber das ist das Problem. Und da geht es nicht darum, einen Konsens aufzukündigen, sondern es geht darum, überhaupt erst mal wieder dahin zu kommen, dass man über Elemente eines solchen Konsenses sprechen könnte. Es gibt ihn ja gerade überhaupt nicht, sondern es gibt vollkommen unterschiedliche Diskurs-Communities, die für absolut setzen, was sie für richtig halten. Das ist das Problem aus meiner Sicht und da müssen wir raus. Und es gibt es eben nicht nur, und mir geht es um die Dokumente, glauben Sie mir, es gibt es nicht nur in der Kunst und Kultur, es gibt es genauso in der Wissenschaft. Wir haben das genauso und wir sehen es übrigens auch in der politischen Debatte in diesem Land. Auch da finden wir das mittlerweile. Ja, Entschuldigung. Aber vielleicht nochmal zu der Rassismus und Antisemitismus, das ist die einzige, die eigentliche Frage. Also darüber kann man auch jetzt eine zweistündige Vortrag, der Klaus Holz würde das auf der ersten Reihe bestimmt auch. Wir kommen nochmal drauf zu. Kommt dazu, aber nur sozusagen in alle Kurze. Also es gibt eine Ebene, die gemeinsam ist, nämlich die Ebene der, beide sind Formen von Diskriminierung, beide Formen von Vorurteile. Mhm. Aber es gibt auch unterschiedliche, gravierende Unterschiede und das, wie diese funktionieren. Wir sehen gerade, dass die Juden werden als sozusagen diese privilegierte Minderheit gesehen. Also sie sind sozusagen, die Vorstellung der Antisemit wird, fühlt sich immer als Opfer. Denn die Juden die Welt kontrollieren und das ist eine Selbst, der Antisemit ist, macht eine Selbstverteidigung. Er versucht sich zu wehren gegen diese Mächtige da oben. Rassist denkt ganz anders. Der Rassist sieht sich gar nicht als Opfer. Der Rassist denkt, ich habe die Legitimität, den anderen zu kolonisieren, den anderen zu verknechten, weil ich überlegen bin. Also das sind von der Stoßrichtungen komplett unterschiedliche Arten des Denkens, was übrigens aber der eine nicht so besser als der andere macht. Also beide sind genauso schlimm. Sie funktioniert nur anders. Ich habe manchmal den Eindruck, man muss diese... Okay, gut. Sie haben recht. Herr Bude, auch wenn es schwerfällt, zuzuhören, meine kleine Frage.
Diese Bemerkung lasse ich nicht durchgehen. Ich habe die ganze Zeit zu. Also es ist doch wirklich Blödsinn, was Sie da sagen. Nein, es ist kein Blödsinn, das ist meine Meinung. Ja, klar. Das ist ja Blödsinn, das ist ja gutes Recht. Und ich möchte die Möglichkeit nutzen, in einer halben Stunde auch eine kleine Frage zu stellen. Ja, aber gut. Tun Sie das. Ja, danke sehr. Wir reden über Respekt und eine Diskussionskultur. Also ich finde, so eine abfällige Anmerkung ist einfach unangenehm. Ist sehr unangenehm. Aber gut. Jeder hat sozusagen immer die Wahl, sich zu verhalten. Also mein Name ist Bertram Hilden. Ich war 12 Jahre Oberbürgermeister und in dieser Eigenschaft Aufsichtsratsvorsitzender Documenta. Und ich mache mir Sorgen um die Documenta. Und meine Sorgen will ich mit einem ins Deutsche übersetzte Zitat der Begründung der 4 verbliebenen Findungskommissionsmitglieder zu ihrer Demission verlesen. Dort steht, also in Englisch, ich lese das in Deutsch vor, unter den gegenwärtigen Umständen glauben wir nicht, dass es in Deutschland einen Raum für einen offenen Austausch von Ideen und Entwicklungen komplexer und nuancierter künstlerischer Ansätze gibt. Das haben nicht irgendwelche Menschen geschrieben, sondern das haben Menschen geschrieben, die etwas verstehen von Kunst und der Documenta, und die sind berufen worden von Menschen, die etwas von der Kunst und der Documenta verstehen, weil sie nämlich selber eine Documenta geleitet haben, also in früheren künstlerischen Leitern. Und meine Frage, von Sorge getrieben um die Documenta, ist die: Was machen wir denn, dass das, was der Grund oder einer der Gründe für den Rücktritt war, ausgeräumt wird? Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich lasse die Antwort, die möglicherweise kommt, das ist aber nicht so, nicht zu, weil die Frage, wie die internationale Welt über das, was in Deutschland möglich ist, denkt, ist ein Fakt. Und deswegen glaube ich, wäre eine Antwort, das ist nicht, wir können hier frei diskutieren etc., zu kurz gegriffen. Wir müssen sagen, wie überzeugen wir diejenigen, die wir einladen zur Documenta 16, davon, dass das, was die Documenta in der 70-jährigen Geschichte ausgezeichnet und zu dem gemacht hat, was sie ist, wieder, das setze ich jetzt mal in Klammern, möglich ist. Das ist meine große Sorge. Um diese Frage kommt niemand drum, wenn wir die Documenta als die weltbedeutendste Ausstellung globaler Kunst retten wollen. Und ich glaube, keiner hier in diesem Raum will das nicht. Das war doch richtig. Also ich glaube, das war ja auch genau der Teil aus der Erklärung, der davor schon auf Englisch auch nochmal in den Raum gebracht wurde. Und natürlich, also und das, ich hatte auch vorhin schon versucht, das zu sagen, ich finde, dass da 2 Lesarten drin schwingen. Das eine ist genau die momentan komplett polarisierte Debatte, in der man tatsächlich nicht mehr frei und offen alles sagen kann, oder beziehungsweise Sie können das immer noch machen, aber Sie können darauf auch wetten, dass Sie dann sofort in ein Lager zugeordnet werden und von da aus nicht mehr rauskommen. Das ist eine Debattenkultur, in der hat eine Findungskommission wenig Spielraum. Genau da habe ich auch gesagt, dafür habe ich Verständnis, es kann nicht so sein. Das andere ist, wenn man daraus auch herauslesen will, jetzt hört mal auf mit eurer deutschen Besessenheit mit dem Antisemitismus. Das kann nicht sein, weil ansonsten die internationale Kunstszene vielleicht nicht mehr so viel Lust hat, nach Kassel zu kommen. Da hört es auf. Es kann eine Documenta 16 geben, die das vermeidet, aber gleichzeitig selbstverständlich wieder eine andere Diskurskultur kennt. Deswegen halte ich es für vernünftig, wenn jetzt die Documenta GmbH und die Gesellschafter sich überlegen, die Organisationsentwicklung zunächst abzuschließen und nicht zu versuchen, jetzt innerhalb weniger Wochen eine neue Findungskommission oder einen Findungsprozess zu starten. Denn die Situation, die wir gerade vor uns haben, wird nicht morgen beendet sein. Es sei denn, Sie wollen eben sagen, sagen Sie einfach, alles ist möglich und wir scheren uns um nichts mehr. Selbst dann, glaube ich, werden Sie niemanden finden, der dann diese eine Documenta 16 kuratieren will. Was wir brauchen, ist, dass wir die krisenhaften Entwicklungen, die wir gerade erleben, die ein Diskursklima erzeugt haben, das toxisch geradezu ist,
die müssen wir sozusagen bearbeiten, da müssen wir rauskommen. Aber wir können nicht einfach wegzaubern, was seit dem 7. Oktober passiert ist. Ich finde es nur sozusagen interessant zu beobachten, also wir haben in zwei Fällen, jetzige Skandal geführt haben, und alle Kommentare, und das ist nicht nur was hier im Raum, sondern insgesamt, wenn wir hören, wie einfach wird der Fall von Bracher-Ettinger sozusagen ausgeklammert. Das fällt Ihnen so leicht. Einfach so, ja, es gab diese israelische Künstlerin, die 30 Jahre Friedensarbeit leistet, die bei Frauen mit Palästinensern macht, aber es ist alles egal. Hauptsache der Hausgott, der irgendwie abgestoßen wurde. Ich finde, es wäre gut, wirklich als Selbstkritik mal zu überlegen, wie gehen wir damit um, mit einer anderen Art von Betroffenheit. Mit einer Frau, die sitzt, ich habe das schon vorher gesagt, die sitzt während eines Krieges in ihr Zimmer und betet um eine Verschiebung von 1-2 Monate. Ich sehe nicht, dass es jemand, die irgendwie hier da, warum regen Sie sich nicht darüber auf, dass das ihr nicht gewährleistet wurde? Also das wäre vielleicht ein Schritt. Oder vielleicht als Hoffnungsschimmer, ich glaube, dieser Konsens innerhalb der Kulturszene ist dabei aufzubrechen. Es ist nicht mehr so, als ob die BDS-Logik die herrschende Logik ist. Das beginnt gerade aufzubrechen. Und genau aus dem, unser Gespräch ist Teil dieses Aufbrechens, was wir hier jetzt gerade führen. Ich bin da relativ hoffnungsfroh, dass das nicht mehr so lange weitergeht, einfach weil auch bestimmte Voraussetzungen nicht mehr so einfach einlösbar sind. Ich bin da relativ nüchtern und glaube, das wird sich schon ändern. Rechercheinformationsstelle Antisemitismus Hessen. Mich hat ein wenig gewundert bei den Wortmeldungen, also jetzt nicht vom Podium. Wir machen eine große Umwegkommunikation, das schließt auch ein bisschen an das an, was Meron eben gesagt hat. Wir reden über den 7.10., wir reden über Antisemitismus und wir landen beim Nahostkonflikt und reden über eine Zwei-Staaten-Lösung. Das heißt, der Empathieraum hat gefehlt, auch da bei den Anmerkungen und Fragen. Und wir weichen der Diskussion um den Antisemitismus auf deutschen Straßen, deutschen Universitäten, deutschen Schulen, deutschen Hochschulen, wo er grassiert und blüht aus, und fragen die Diskutanten nach ihrer Idee für eine Zwei-Staaten-Lösung. Und ich finde, das ist bezeichnend für das, was in Deutschland passiert und auch für den empathiefreien Raum, den Meron eben in Bezug auf die eine zurückgetretene Kuratorin oder Findungskommission Mitglied sozusagen genannt hat. Und ich würde gerne das Podium fragen, wo Sie oder wo ihr das seht, warum diese Umwegkommunikation immer wieder funktioniert, dass man sich vom Antisemitismus abwendet und sich woanders hin drauf fokussiert. Ja, es ist eine suggestive Frage. Also ich weiß nicht, ob ich mit der Analyse den 100% gebe, vielleicht nur 70%. Also ich denke, das ist verständlich für mich. Ich denke, es war nicht unangemessen, über Zwei-Staaten-Lösungen zu sprechen. Also wir müssen auch an so ein Podium, vielleicht werden diese Podium 5 Tage nach dem 7. Oktober, hätte ich das unangemessen gefunden. Aber zu dieser Zeit, ich denke, das ist auch gehört dazu, auch nüchtern über die Situation zu reden und nach unseren bescheidenen Möglichkeiten auch aufzuschauen, was könnte eine Lösung sein oder was wäre so ein Hoffnungslichter. Was aber wiederum nicht sagen, ich meine, in der Analyse der Empathielosigkeit, da ich sehe schon sozusagen diese selektive Anwendung von Empathie. Also in den Beispielen, die wir jetzt von einigen Publikumsfragen waren, war die selektive Empathie in eine Richtung sehr klar. In anderen Kreisen sehe ich die andere selektive Empathie. Ich habe das auch kritisiert bei der Schweigeminute heute. Das war auch ein Beispiel von selektiver Empathie. Und das ist eigentlich was, wir brauchen eigentlich gar nicht draußen auf die Welt schauen. Wir schauen auf uns.
wie genau diese ganzen Merkwürdigkeiten, die draußen abspielen, finden hier gerade in diesem Raum, in diese zwei Stunden wieder statt. Und es wäre vielleicht gut, einmal so innezuhalten, einmal sich selbst zu reflektieren, wo sind wir nicht, unsere eigene Handeln und unser Selbstbild, wo sie sich auseinanderscheren, das wäre vielleicht ein Moment des Gewinns aus diesem Abend, das mitzunehmen. Christoph Schäffer ist mein Name. Ich finde es gut, dass wir hier so intensiv über Gefühle sprechen. Und mir ging es bei der letzten Documenta so, dass ich den Eindruck hatte, die Kunstwerke, die als antisemitisch, israelkritisch antisemitisch gedeutet wurden, also nicht das erste eindeutig, also auch europäisch antisemitische Bild, sondern die weiteren israelkritischen Darstellungen. Da wurde immer darüber diskutiert, ist das jetzt exakt antisemitisch oder nicht. Die Gefühlsmitteilung wurde aber nicht aufgenommen. Also was eigentlich da dargestellt werden sollte, wie fühlt man sich, wie haben sich Palästinenser in Gaza gefühlt, in diesem teilweise zu kritisierenden Gaza-Guernica-Zyklus zum Beispiel. Also das sehe ich jetzt aber auch wieder im Umgang mit den Demonstrationen, wo junge Menschen, die Angehörige in Gaza haben, während dieser Bombardierungen demonstriert haben, und da gab es teilweise sicherlich Übergriffe während der Demonstrationen oder nicht schwer tolerierbare Äußerungen. Aber was mir fehlt, ist eine Anstrengung, eine Bemühung, auf diese Menschen auch zuzugehen, denen es gerade sehr schlecht geht in Deutschland. Und die also Deutschland nutzen, um da laut ihre Meinung zu sagen. Das ist, also die Frage ist, wie kann das die palästinensische Stimme, die mit unseren rechtsstaatlichen Vorstellungen und die nicht direkt antisemitisch zu sehen ist, mehr gehört werden. Und mir fehlt eben zum Beispiel die Möglichkeit, auf Ihrem Podium könnte ich mir durchaus den einen oder anderen sehr abgeklärten Palästinenser vorstellen, der seine Sicht der Dinge auch einbringt. Also was mir fehlt, ist, dass die Palästinenser zu Wort kommen und wirklich eine Rolle spielen und nicht immer nur abgeschoben und verleumdet, auch geradezu manchmal regelrecht verleumdet werden, wo sie nicht eindeutig antisemitisch sind, sondern deutlich die Stimme der Unterdrückten auch einfach äußern. Ja, ja, also Sie haben recht. Also Sie verweisen auf ein Problem. Ich weiß, also noch vor dem 7. Oktober war ich oft auch auf Podien mit Palästinenser und Palästinenserinnen, auch nach dem 7. Oktober. Ich saß auf der Buchmesse zusammen mit der deutsch-palästinensischen Journalistin Alana Jabarin zusammen. Wir hatten ein sehr offenes, ich denke auch emotionales Gespräch. Das war wirklich unmittelbar nach dem 7. Oktober. Und am Ende der Veranstaltung haben wir uns umarmt, weil es klar, also es gibt einfach diese menschliche Gemeinsamkeit, die uns verbindet. Und ich wünsche mir mehr, dass gerade diese palästinensische Stimme noch mehr gehört werden. Also es gibt, also wenn man auch in den deutschen Talkshows sieht in der letzten Zeit, sind mehrere solche Stimmen zu hören, sei es von Johanna Hassoun oder einige anderen. Also das findet sich denn in Entwicklung. Ich weiß nicht jetzt vor die heutige Abend, ohne dich sozusagen von der Verantwortung zu ziehen, aber diese Tagung wurde konzipiert noch viel vor dem 7. Oktober, muss man schon sagen. Also das, von daher
denke ich, das war gar nicht so der Schwerpunkt eigentlich, unser ursprünglicher Panel, da über diese Thematik zu sprechen. Genau. Ja, und ich würde schon auch nochmal sagen, es ist natürlich nicht so, dass Palästinenserinnen und Palästinenser nicht demonstrieren könnten, sondern dass die Sicherheitsbehörden dann natürlich schon danach unterscheiden, ob es eben sozusagen zum Verbrennen von israelischen Flaggen, zu entsprechenden Rufen und Ähnlichem kommt oder eben nicht. Und die anderen Demonstrationen können natürlich stattfinden. Ich würde aber zustimmen und wir hatten ja gerade dazu letzte Woche eine Tagung, in der es um Muslimfeindlichkeit geht, dass wir schon sehen, dass seit dem 7. Oktober eben nicht nur der Antisemitismus in diesem Land wieder viel stärker geworden oder viel stärker sichtbar wieder geworden ist, sondern auch die Muslimfeindlichkeit. Und darüber sprechen wir aber so gut wie gar nicht momentan, weil natürlich das nicht das dominante, das vorherrschende Thema ist. Aber auch das lässt sich eben beobachten. Und ich habe auch viele Podien gehabt mit auch Vertretern der deutsch-palästinensischen Organisation, die einfach sagen, sie kommen mit ihren Veranstaltungen noch nicht mal mehr in die Volkshochschulen, weil die Volkshochschulen ihre Veranstaltung ablehnen. Das ist ein großes Problem und das muss man angehen. Es kann nicht die Reaktion sein einer aufgeklärten liberalen Gesellschaft, die sozusagen Gegenposition einfach für nicht legitim zu erklären. Das ist vollkommen klar. Da sind wir uns, glaube ich, ganz einig. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Auf die Zeit. Okay, wir haben jetzt ein bisschen eine Schlange. Ich würde sagen, sollen wir mal drei, wie viel sind es jetzt noch? Und den Rest mit Glas Wein bei der Vier. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal Schluss hier und ich mache mal 2-2. Dass sie zwei hintereinander pointiert und dann an das Podium zurück und zweimal. Ja. Ich bin Rahul Dev und ich recherchiere über Dokumenta, postkoloniale Kunst in Dokumenta 10 und 11, die ausgestellt hatte. Und ich habe Frage, in den letzten 5 Ausgaben der Dokumenta haben wir gesehen, dass die künstlerische Reiter und die Mitarbeiterteam sehr radikale Positionen vertreten haben. Ich kann einige davon zitieren. Jetzt bedeutet es für uns, dass wir viele Schritte gehen müssen und jetzt gehen wir weit zurück. Ja, und so Zitat von Dokumenta 11 von Okui Enwezor, auf Englisch, Entschuldigung. Postcolonial today is the world of proximities. It is the world of nearness, not an elsewhere. It is the time of vulgar state of endless contestation and enemies, chaos, and unsustainability. It's a ground zero, the space of kind of antagonistic politics in which enemy always appears the same, undifferentiated, making his annihilation all the more justifiable. Und andere Zitat von Dokumenta 14 von Adam Smith. Hat gefragt, was denkst du über die Sprache der Resistance, Language of Resistance. Sagt, Art is an arena of human activity that is naturally geared towards expressing a kind of disjunction. It is one of the few areas left that is not fully mapped, territorialized, and colonized. Interview in Art Forum, where in Dokumenta 14. So, wie wir die Positionen der künstlerischen Leiter rechtfertigen, ist schon aktenkundig und ich bin gegen Antisemitismus und Gewalt. Ja, danke. Bitte noch eine weitere Meldung, oder? Ja, mein Name ist Elke Bockhorst. Ich habe allerdings eine sehr profane Frage. Sie haben im Prinzip ein Plädoyer für eine Art Moratorium jetzt ausgesprochen bei der Documenta, ein Selbstfindungsprozess, ein Neuorientierungsprozess. Und Sie haben das auch im Kontext gesetzt zum 7. Oktober. Aber es kann doch nicht sein, oder was ist denn Ihre Idee? Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt warten bis zum Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen, bis es dann mit der Documenta weitergeht. Das ist meine Frage. Ich wurde falsch verstanden. Ich hab gar nicht bezogen auf, was wir jetzt machen, sondern ich habe mich bezogen auf, was nach der letzten Sitzung der Findungskommission der Situation war.
Und da hat ein Mitglied der Findungskommission um eine Entschleunigung gebeten. Sie meinte mich. Nein, das hat er schon verstanden. Das habe ich schon verstanden. Ist mir klar. Mir ging es nicht darum, dass wir jetzt ein Moratorium sozusagen, also die Dokumente auf die Pausentaste setzen, bis dann mal dieser Konflikt gelöst ist. Denn ganz ehrlich, dieser Konflikt hat eine Geschichte, die uns ja jetzt nicht so optimistisch stimmt, dass es im nächsten 2 Jahren tatsächlich gelöst werden könnte. Mir geht es nur darum, dass wir momentan in einer so aufgeheizten Phase sind, in der es kaum möglich ist, überhaupt noch sinnvoll über diese Kuratoriumsfrage zu sprechen. Die Kuratorenfrage, Entschuldigung, nicht die Kuratoriumsfrage. Und dafür wollte ich eine Pause, die auch insofern Sinn ergibt, weil die Documenta ohnehin ja noch in ihrem Organisationsentwicklungsprozess drin ist. Also man hat ja angefangen, sozusagen die Veränderungen anzustoßen, aber damit ist man ja noch nicht fertig. Und von daher ist es auch für eine Organisation, die sich gerade wandeln will, tatsächlich von Bedeutung, wie soll ich sagen, ein bisschen Ruhe hineinzubringen, damit eben die Veränderungen auch implementiert werden und wirken können. Und ich hoffe sehr, dass wir Mittel und Wege finden, auch auf dieser aufgeheizten und polarisierten Debattenkultur wieder herauszukommen. Und ich glaube, dass dafür viel zu tun ist, aber dass wir das anpacken müssen. Die Frage mit dem, ich muss gestehen, ich habe die Frage nicht verstanden bei Postkolonialismus und in den letzten 5 Documentas. Ist die Frage, gab es auch da schon problematische Gehalte? Ja, ehrlich gesagt, wir werden keine Documenta finden, wo es keine problematischen Aspekte gegeben hat. Und ich würde noch nicht mal sagen, wir sollten das in irgendeiner Weise erstreben, sondern genau, ich glaube, wie Sie es auch gemeint haben, Kunst hat mit Grenzüberschreitung zu tun. Sie hat genau damit zu tun, wenn ich wieder meine alberne Linie zeichnen könnte, dass man auch tatsächlich mal versucht, so ein bisschen am Wundrand zu ziehen und zu gucken, was drunter ist, richtig? Und das muss auch möglich sein. Das ist das, ansonsten brauchen wir keine große Kunstschau mehr zu machen, sondern sie muss irritieren dürfen, sie muss provozieren dürfen. Es muss nur auch eine Grenze geben, an der das dann auch aufhört, nämlich dann, wenn sie systematisch verletzend wird. So, jetzt haben wir noch Comment on something, because Aaron mentioned it a few times, so it's really important for me to comment on 2 things. First of all, the empathy and the ask for a minute of silence came from me, not from the Documenta or anybody in Castle. It came from me and my personal grief and my personal family who were massacred. So this is something that I don't think that we always have to do this kind of comparison. And the second thing is that I do believe that Bracha Oettinger had other ways of asking that, besides of just giving her resignation note and sending it to the press at the same time. I do believe that the Documenta was in empathy, and I know I got their support since the beginning. They also published a public statement of empathy, and about the situation and what happened. So I think that there was not lack of empathy, and this could have also been a threat of resignation and not just a complete resignation and then a domino effect on it. So first of all, it's important for me to set the record on that one. And the second thing, talking about, I'm not going to go into politics because I'm more of a curator than a politician, okay, but since we're in Documenta, I'll just say one thing. The people who came from Sinai, they came to the places near Gaza. They were, in 2006, the same people left again. So those, it's the same population who were removed 2 times in Israel. It's the place that I grew up in. And the places that they evacuated from Gaza, now the next kibbutzes and places who were stayed to live there were the people who were just murdered now. So I don't think that this is our place actually to talk about the whole, to solve the conflict. But it is our place to admit that there is still anti-Semitism, and I agree with the lady who was here before saying it's so hard to talk
about that fact, and it's so hard to talk about it. But what is the freedom of speech? What is the limit of it? Eventually, some things we won't accept that they're above the law. If somebody would show something pedophile in an artwork, we won't say, oh, that's completely fine because it's art, right? We do have limits to it, and it's important to respect them. So first of all, just putting the record straight, and second of all, thank you for everybody's empathy today. Okay. Bitte um Entschuldigung, dass ich mich noch einmal melde. Thomas Bockelmann, erstens, ich habe heute Abend nicht den Eindruck, und da widerspreche ich den Kuratoren, die zurückgetreten sind, dass wir hier in einer Atmosphäre von Zensur reden. Ich finde, das ist ein ziemlich offenes Gespräch hier. Das, finde ich, muss mal gesagt sein. Und das Zweite ist, dass ich schon noch mal daran erinnern möchte und eigentlich auch gern wüsste, was das mit Ihnen gemacht hat, dass zwei Kuratoren der letzten Documenta, Juan Grupa, einer heißt Isvanto, der lebt noch in Kassel, einen Tag, nachdem der Angriff aus Gaza auf Israel stattgefunden hat, zusammen mit einem anderen Mitglied von Juan Grupa, diesen Angriff geliked hat. Später haben sie es dann gelöscht und haben gesagt, sie hätten sich vertan, darf ich zu Ende sprechen, bitte? Sie hätten sich, die Wirklichkeit ist, ich habe diesen Like gesehen, sie haben ihn später gelöscht, sie haben gesagt, sie haben sich vertan, sie haben sich darüber auch in der HNA geäußert, Herr Lohr sitzt ja hier, also ich verstehe nicht, warum Sie mir jetzt sagen, das stimmt nicht, das war so, und ich hätte gern gewusst, was das mit Ihnen, insbesondere Herrn Mendel, gemacht hat, als Sie davon erfahren haben. Und wenn Sie gute Gründe haben, mir zu sagen, dass ich hier die Unwahrheit sage, müssen Sie es sehr gut begründen, weil das war so. Pardon. Möchtest du noch was dazu sagen? Ja, ich habe es gehofft, dass der Abend verläuft ohne diese Frage, aber das wird das die letzte Frage. Ja, es ist eine bittere Enttäuschung, es tut mir leid. Ich kann es nicht abnehmen von denen, dazu sagen, das war, ich meine, der Hand hat es auf der Maus gerutscht und dann ist es irgendwie ein Like geworden, sondern es ist, ich meine, das Wort Reflex habe ich heute schon ein, zwei Mal gesagt, ich muss das nochmal sagen, es ist wirklich interessant. Ja, ciao. Entschuldigung, das muss ich jetzt mal ganz kurz korrigieren, weil es eben behauptet wurde, es sei geliked worden. Die beiden, ich habe mit ihnen gesprochen, weil mir das auch sehr peinlich vorkam. Sie haben deutlich erklärt, und Sie haben Herrn Lohr das erklärt, es wurde auch in der Zeitung referiert, deswegen weiß ich nicht, wieso dieser Schwachsinn, entschuldige bitte den Worten, das Ausdruck, so wiederholt wurde. Sie haben eine ganz andere Veranstaltung, von der Sie aus Berlin gesehen haben, gedacht zu liken, dass Sie damit verbunden wurden. Als Ihnen das klar wurde, haben Sie das zurückgezogen. Sie haben sich für den Schwachsinn zum Beispiel bei Miki Lazar später dafür entschuldigt. Ja, natürlich. Also Sie haben das. Sagen Sie nicht, das ist Schwachsinn. Ich, Ihre Argumentation ist okay. Eine Denunziation. Und das ist etwas, was ich hier glaube, ich heute Abend bisher nicht erlebt hatte. Ich fand die Diskussion auf dem Podium sehr angenehm, sehr reflektiert. Und ich meine, solch eine Denunziation brauchen wir hier nicht. Auch nicht als Nachkarten. Okay. Nee, also noch eine einzige. Ja, gerne. Eine konkrete. Heute Abend. Und zwar, Sie haben sich ja Gedanken gemacht über die Organisationsentwicklung. Was, in welchen Zeitrahmen denken Sie denn, bis also diese Organisationsentwicklung steht? Und Frau Dorn hat ja gesagt, die Öffentlichkeit wird daran beteiligt, also es wird diskutiert nochmal. In welchen Zeitrahmen sehen Sie denn das Ganze, bis das durch den Aufsichtsrat durch ist? Da muss ich tatsächlich sagen, das ist jetzt way beyond my mandate.
Damit habe ich nichts mehr zu tun. Ich habe auch gedacht, der Oberbürgermeister hat von der Bürgerbeteiligung gesprochen, nicht die Staatsministerin. Aber das mögen die beiden erklären. Aber ich weiß einfach nicht, wann zum Beispiel die Organisationsevaluation, die die Documenta GmbH ja durchläuft, wann die beendet ist. Daraus werden ja konkrete Vorschläge kommen, was man noch verändern will. Und ich nehme an, dass das dann im Aufsichtsrat natürlich auch noch abgesegnet werden muss. Aber alle Fragen, wie da der Zeitplan ist, zeige ich zu den Gesellschaftern. Herr Eichel, Sie dürfen als letzte Person natürlich noch eine Frage stellen. Na, finde ich sehr nett. Nein, ich will keine Frage stellen. Ich sage, Thomas Bockelmann, so geht's nicht. Ich kenne beide sehr gut. Keiner von den beiden ist jemals Antisemit gewesen, das weiß auch Micky Lazar. Und keiner von denen liebt Gewalt. Alles nicht wahr, dass die unglaublich naiv sind und dass die überhaupt nicht wissen, wie sie... Aber das ist doch eine Infantilisierung dieser Kuratoren. Die sind doch nicht seit 2 Monaten in Deutschland. Ja. Entschuldigung, aber Herr Eichel, bei allem Respekt, Argument ist nicht mehr akzeptabel. Die sind schon so lange da. Das ist eine Infantilisierung dieser Kuratoren. Also Entschuldigung, ich habe nur gesagt, was die Personen betrifft und ich sage ganz ausdrücklich, ja, sie sind unglaublich naiv. Das ist genau auch das, was ich Ihnen gesagt habe. Und Sie haben sich in diesem Punkt vertan. Ich akzeptiere nur nicht, dass Sie menschlich runtergemacht werden. Das ist mein Punkt. Und so kann man mit Leuten nicht umgehen. Wenn man damit also das ist wirklich eine neokoloniale Haltung. Menschen, die Jahre hier leben. An alle Diskussionen waren, sie waren hier in den Diskussionen, die haben mit Micky hunderte von Stunden gesprochen, wir haben hunderte, und dann irgendwie denn so dann diese Etikett der Naivität, dann irgendwie ein bisschen die Ewigkeit zu geben. Nicht. Das ist, es tut mir leid, das ist eine neokoloniale Haltung. Ja. Eine neokoloniale Haltung, hat er gesagt, Herr Eiche. Hat er gesagt. Ich glaube, das ist jetzt in der Tat eine interessante Wendung des heutigen Abends. Sie sind jetzt 2 Oberbürgermeister, sitzen auch noch zusammen. Das ist interessant, wie sich beide geäußert haben. Ich nehme das zur Kenntnis und ich sage Ihnen, ich sage jetzt gar kein Schlusswort, ich weise nur darauf hin, dass es morgen weitergeht um 10 Uhr. Und Anin Mazé wird leider nicht dabei sein können, weil er Corona erkrankt ist. Aber es wird ein sehr interessantes Gespräch mit Klaus Holz werden, weil das ist einer der wichtigsten Antisemitismus-Theoretiker im deutschen Sprachraum. Und wir werden nochmal über die ganze Frage der Antideutschen, der Linken und auch über die Frage der Hermeneutik des Antisemitismus reden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den Weg wieder hierhin führen. Wenn Ihr Weg sich hier hinführen würde. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren. Habt ihr sehr gut gemacht.